Und jetzt kriegst du mir Bändchen. Ich bin richtig, ne? Ja. Gehen. Und steinerne Wacht. Ich gehe als Hauskämpfer rein. Ja, so weit, dass ich nicht als meine, als mein Job reingehe. Ich werd massakriert. Ich hätte Mönch sein sollen. Egal. Wo ich wieder nach den Mönch. Mönch gemönch. Am Ende muss ich aber noch lesen dann, ne? Also ich hoffe, dass die Personen dann warten. Also eventuell dann einfach in Chat schreiben, weil ich muss dann noch lesen am Ende. Wenn wir meckert, halt ich nicht mehr mit. Okay. So geht's natürlich auch. Hi. Dieses kleine Strachilein.
Autsch. Typischer, ich hab's ehrlich gesagt. Ja, man merkt's. Das kann ja was werden am Ende. Bin ich ja mal gespannt. Ich guck auf die Szene, wenn er anfängt, verreckt er. Jupp. Das wird er. Bin mal gespannt. Na, Nicknas. Hallöchen. Alles gut? Danke, oh. Und weiterhin gute Besserung. Krank sein, ne Scheiße. Schon besser, Montag war sehr schlimm, auch scheiße. Aber freut mich, dass es jetzt auch schon besser geht. Aber zurzeit sind viele wieder krank. Zeit erwischt es wieder verdammt viele. Ich bin froh, dass ich jetzt schon länger nicht mehr krank war. Ich glaube, das letzte Mal Anfang des Jahres. Wo rennt der denn jetzt hin? Das ist von zu Hause. Das ist von mir, dass er keine Wasserflagge hat. Oh Mann. Ja, gut. Okay, da als erstes. Oh Gott. Gut. Guten Abend, Cookie. Wunderschönen guten Abend hier. Ich hoffe, es geht dir gut.
dachte gerade so halb auf dem Chat, aber... Vielleicht geht's auch wieder. Das war gerade dämlich. Ich hab schon wieder... Ah, ich hab was bekommen. Okay. Hier hin. Ich tänze nur um den Drachen herum. Das wird uns selbst. Bei mir auch. Bei mir auch. Wir machen uns hier einen gemütlichen FF14-Abend. Mit unserem neuen Main. Ich hab zwar schon mal einen Schar auf 90, aber... Egal. Aber freut mich, dass es dir gut geht. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich muss sowieso auf alles Gear. Kann ich alles abgeben? Ah ja, ich kann ja nicht. Ich kriege wieder mein Ohrring. Irgendwie ich ausnahmsweise mal nicht. Es ist Story durch. Ja! ich habe nur einen kleinen Serverwechsel halt gemacht. Aus Gründen. Deswegen neuer Main. Und ich neige sowieso dazu, viele Schafs zu haben. Auch wenn man ja eigentlich nicht twinken müsste in FF, ne? Aber ich habe den Drang, von jedem Volk männlich wie weiblich zu besitzen. Und ja. Aber wir haben die Story schon durch. Meinen alten 90er, den spiele ich quasi dann, wenn Patch kommt. Wenn aktueller Story-Content da ist, dann spiele ich den noch, weil ich will nicht so lange warten. Verständlicherweise. Aber, ja. Wie gesagt, aus Gründen hatte ich dann halt einen Wechsel gemacht. Und, ja. Kämpfe mich so durch. Bin gerade dabei. Also, wir sind gerade noch irgendwo in der Realm Reborn Story. Gerade Steine in der Wacht freigeschaltet. Meine Klassen sehen aber schon so aus. Also 50, 43, 50, 50, 50, 50. Es geht voran. Es geht voran. Langsam, aber sicher. Weil ich spiele nämlich auf einer der neueren Welten, die ja neu kamen. Und ich will halt den Routinebonus gut ausnutzen. Und ja. Yeah. Also erstmal alles auf 50 ziehen, was geht. Und mal gucken. Peu à peu. Ich auch vor meinem Serverwechsel. Den Patch kann man verstehen, ja. Ja, ich könnte halt, ne? Aber dann muss ich so lange warten. Dann darf ich in keine anderen Streams rein, quasi. Weil ich dann, den Content schon sehe. Und ja. Und hier will ich jetzt halt auch nochmal alles lesen. Weil ich habe damals nicht alles gelesen, leider. Sieh mal, da drüben. Das ist die Enterprise. Deswegen, ja. Du meinst hinter dem Drachen? Mhm. Hallo, Drachi. Spoiler ist nicht gut. Nee, vor allem bei FF nicht. Ich hasse Spoiler. Die Story ist halt so geil. Wir sind nicht wegen des Drachen gekommen, sondern wegen der Enterprise. Wir brauchen dein Schiff, wenn wir Garuda besiegen wollen. Wir beide werden uns an Bord der Enterprise schleichen und sie startklar machen. Edaria, du bleibst hier und behältst die Bestie im Auge. Wenn sie aufwacht, musst du sie ablenken, solange Sid und ich beschäftigt sind. Yay. Irgendwelche Einwände? Nein? Hervorragend. Dann mal los, Sid. Zu Befehl. Ich weiß, ich finde halt die aktuelle Story sowieso so mega cool. Ich kann nicht warten, selbst wenn ich wollen würde. Ich kann nicht warten. Ich bin so hyped drauf. Das geht halt nicht. Ich liebe Final Fantasy. Auch alle anderen Teile schon. Außer 15. Ihr habt vor, Garuda als nächstes zu eliminieren? Interessant. Äußerst interessant. Mhm. Servus. Ist euch klar, dass ihre Stärke, die der bisherigen Prima Edie, die ihr bezwungen habt, bei weitem übersteigt? Die fanatische Hingabe ihrer Xer ist enorm kräftigend. Trotz eurer überraschenden Erfolge habe ich doch Zweifel, ob ihr dieser Bestie gewachsen seid.
Aber natürlich bürgst du das Licht des Kristalls. Und du hast den Herrn des Infernos und den Herrn der Felsen bezwungen. Wenn es eine Sterbliche gibt, die Herren der Winde besiegen kann, dann bist das wohl höchstwahrscheinlich du. Hi. Solange du nicht hier und jetzt dein Leben lässt. Hi. Hallo, süßes Drachelein. Alfino, der Drache. Ich glaube, da ist jemand erwacht. Wir müssen das Schiff flott kriegen. Das ist der einzige Weg, um Aidaria zu retten. Wieso habe eigentlich immer ich die Arschkarte? Wollen doch mal sehen, wie viel dir deine gotteslästerlichen Gaben dieses Mal helfen, Trägerin des Kristalls. Hi. Ich bin vor kurzem auf Alpha gewechselt. Eigentlich nur wegen der freien Häuser, aber den permanenten Routinebus nehme ich dann natürlich auch mit. Ja gut, das ist verständlich. Yay! Auf Alpha habe ich auch einen Char tatsächlich. Ich bin tatsächlich von Light auf Chaos, also ich spiele immer noch auf Light, aber halt nicht im Stream. Light ist jetzt tatsächlich private Chars, also wenn ich mal privat spielen will. Und auch für meine private Gilde, die ich dann halt, weil viele dann halt auch gesagt haben, nee, sie wollen halt nicht in der Streamer-Gilde, sind dann auch teilweise raus und ja, und um das ganze Gilden-Kaderadatsch dann zu klären, ist das im Stream immer so ein bisschen doof. Und Kitty hat überall Chars. Und deswegen habe ich gesagt, gut, okay, dann streame ich halt von Chaos aus. Habe ich aber auch nur gemacht, weil man mittlerweile von Chaos auch auf Light und von Light auf Chaos gehen kann. Wär das nicht gewesen, wäre ich auf Light geblieben. Deswegen... Ja, das war der einzige Grund. Sonst hätte ich das nicht gemacht. War auch in Absprache mit den Mods tatsächlich. Wir meinten, ja, ist schon besser. Jetzt habe ich hier halt Community-Gilde quasi. Also wer Bock hat und zwei Schau oder sowas verstehen. Kein Bock hat. Die andere Gilde. Hier rein. Ja. Also, je nachdem. Und hier kann ich also meine ganzen Schafs erstellen. Meine ganzen Völker. Ich bin ein Schaf-Junkie. Hallo, Dufte. Aber ich glaube, du bist sowieso schon lange da, Dufte. Kann das sein? Du bist da wieder Punktabstamm, wie ich dich kenne. Ja. Will ich wissen, wie viele du jetzt wieder hast? Nachdem du so viel aufgegeben hattest? Ich pack gerade eine Armor-Mod zusammen, so nebenbei. Ah, okay. Ja, nice. 58 geht aber. Wenn man bedenkt, was wir ausgegeben hat, das geht das eigentlich schon. Für die Zeit. Aber Cookie, das mit den Häusern kann ich durchaus nachvollziehen. Ich bin ja eigentlich auf Shiva. Und ich hatte so mega Glück mit dem Gildenhaus. Hatte ich, sobald das Ishgard-Gebiet kam, hatte ich Glück, direkt ein Haus gekriegt für die Gilde. Dann, ich weiß gar nicht, kam noch, doch, dann hatte ich mich auf ein Haus beworben, als dann diese freien Gebiete kamen, wo man dann ja, auch da, wo eigentlich für Gilden und so war, ich habe jetzt gerade vergessen, den Limit zu setzen, egal. Da habe ich dann tatsächlich auch Glück gehabt und auch ein Haus gekriegt. Also ein privates Haus. Und ja. Deswegen mein 90er, den ich habe, der wird dann irgendwann privater Schar, wenn der hier aktiv hochgespielt ist.
weil mein Haus gebe ich nicht mehr her. Das Einzige, was ich halt mache, ist irgendwann gucken, dass ich in vielleicht in ein anderes Gebiet komme. Aber ja. Erstmal bleibe ich in Ishgard. Ich hatte halt einfach richtiges Glück. Langsam sammelt es sich. No. Ich denke, war ungeduldig. Ja. So. Oh Gott, was habe ich denn da jetzt für Stiefelchen? Ach du Heilige. Ja, gut. Habe auch eins auf Shiva bekommen bei Ishgard. Aber nicht gefallen. Jetzt habe ich eins auf Alpha in Limsa Strandblick. Ja, durch nur ein kleines, aber die Location ist halt schick. Ja, das stimmt. Ich würde ja gern nach Shirogane oder wie das heißt, da das Asia-Kram. Oder nach Gridania, aber gut. Mir war es halt wichtig, Hauptsache erst mein Haus. Ich wollte endlich Housing betreiben können. Das war mir tatsächlich in dem Punkt dann wichtiger. Der Rest kommt dann irgendwann mal. Vielleicht. Vielleicht kriege ich irgendwann mal in eins der anderen Gebiete. Wäre schön. Kann ich wechseln. Aber Ishgard ist halt echt nicht so schön. Es sei denn, man steht halt wirklich auf Kälte, auf Eis, auf Schnee. Ist jetzt auch nicht so mein. Aber ja. Das Geilste ist halt in Ishgard. Gehenhaus und normales Haus sind halt in einem Bezirk. Gehenhaus ist 13 und Privathaus ist Nummer 14. Ja. Gerne war auch mein Favorit und unten am Strand, aber das hast du mit 70 plus registrierten Leuten halt eigentlich keine Chance, ja. Ja, nee. Nicht wirklich. Daher, bist du verletzt? Ich bin kein Fan von Alfino. Es tut mir leid. Den 12. Dank. Ich hatte bereits das Schlimmste befürchtet. Nun wird mir klar, warum der Bund so hohe Stücke auf dich hält. Ein Drachen inmitten dieser ätherischen Störung zu erschlagen und unversehrt aus dieser Auseinandersetzung hervorzugehen. Ach ja, die Enterprise. Sid ist noch bei der Inspektion des Luftschiffs. Lass uns sehen, was er zu sagen hat. Ich frage mich jetzt, warum die aus Ishgard so ein Problem hatten, durch diese Festung zu kommen. Und wir spazieren da halt einfach zu dritt einfach durch. Was meinst du? Was meinst du, Sid? Kann sie fliegen? Ja, aber nicht besonders gut. Immerhin können wir von hier weg. Aber wenn das Schiff zu schwach ist, um zum tosenden Auge vorzudringen, nun denn. Lass uns zunächst nach Gridania aufbrechen. Sind ja keine Krieger des Lichts. Ja, stimmt auch schon wieder. Was wir schon alles überstanden haben. Die Zeit drängt, aber wir können uns nicht einfach blindlings in den Sturm wagen und zu siegen hoffen. Wir müssen erstmal die Enterprise reparieren, dann stellen wir uns Garuda. Ach ja. Die olle Troller. Kommt ja jetzt nächstes. Als nächstes muss ich mir den München holen. Das wird ja langsam peinlich, wenn ich immer noch mit Faustkampf rumlaufe. Da kommt mir alles so vertraut vor. Ich erinnere mich an nichts, obwohl ich dieses Schiff doch kenne. Wenn ich mich doch nur... Ach, hilft alles nichts. Der Flug könnte ein bisschen unsanft werden. Haltet euch irgendwo fest. Haltet euch irgendwo fest. Wir hocken uns alle auf dem Boden.
Okay. Also bei der Lage wäre ich schon runtergekullert. Aber ich bin auch tollpatschig, muss ich dazu sagen. Wie ich mich schon nach dem Wald der Einkehr gesehnt habe, das Klima in Körters ist nichts für mich, auch wenn diese Reise mit euch höchst abwechslungsreich war. Aber wir haben die Enterprise erfolgreich zurückgeholt und nur das zählt. Aber es gibt da noch viel zu tun. Wir müssen das Luftschiff reparieren, sodass es der enormen Belastung in Garudas tosendem Auge standhalten kann. Damals musste man noch einige Klassen auf Level 15 spielen, um die eigene Klasse auf 30 leveln zu können. Oh, das ganz damalige kenne ich noch gar nicht mehr. Ich bin erst seit 1,5 Jahren, spiele ich jetzt aktiv FF14. Eingestiegen bin ich tatsächlich eigentlich, also gekauft hatte ich mir das Ganze zu Heavensward oder Stormblood. Shadowbringers hatte ich mir tatsächlich zum Release geholt, aber nicht gespielt. Soweit war ich gar nicht erst. Ich war immer bis Level 15 bzw. 30. Höher war ich nie. Und ja, kurz nach Shadowbringers. Also bei der Hälfte des Patches bin ich ungefähr eingestiegen. Etwas nach der Hälfte des Patches. Der Patches. Ja, die Zeit, das waren Jahre. Ich hätte sie gern miterlebt. Ich hätte sie echt gern miterlebt. Aber leider hieß es damals noch: Mama, hast du Taschengeld? Nö. Mama, darf ich ein MMO spielen und das monatlich zahlen? Nee. Spinnst du? Und, ja. Das war der Grund, weswegen ich mir FF14 leider nicht am Anfang holen durfte. Ja. Das wäre schön gewesen. Ich musste mir immer Videos angucken. Dazu. Gut, hab nicht viel geguckt, weil ich mich nie selber spoilern wollte. Ja. Letztes Jahr, nachdem ich glaube, zwei oder drei Monate, nachdem ich angefangen habe zu streamen, habe ich dann gesagt, komm, machst du. Und jetzt ist es Main Game hier, tatsächlich. Ich durfte auch kein WoW spielen, hab dann Free Servant. Bei mir war es halt so, ich durfte MMO spielen, aber nichts, was kostet monatlich. Weil meine Eltern waren damals doch der Annahme, ja, sobald du irgendwo ein Abo hast monatlich, kommst du aus dem Abo nicht mehr raus, Abo-Falle und was weiß ich. Ich weiß nicht, was sie damals alles abonniert haben, aber bei einem MMO hätte ich das jetzt, gut, die Diskussion war hinfällig. Ich hatte sowieso verloren. Das Einzige, was ich damals spielen durfte, war Rappels. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Grandia, das gibt's aber tatsächlich nicht mehr. Und Fiesta Online. Und irgendwann dann auch Herr der Ringe Online. Aber Herr der Ringe Online lief auf meinem PC damals nicht. Ich hatte so einen kleinen Mini-Laptop. Netbook hießen die damals. Ein Netbook. Von der Schule. Es hieß eigentlich, installiert bitte keine Spiele darauf. Ja, nee. Mir war es egal, ich habe trotzdem die ohne Laufwerk. Ja, genau, die ohne Laufwerk. Ja, doch, Grandia gab. Es gab auch ein Spiel, das hieß Grandia und das war ein MMO tatsächlich. Das hat sich aber nicht lange gehalten. Da waren so kleine Slime-Gegner. Das glaubt mir tatsächlich keiner, wenn ich sage, Grandia gab es als MMO. Aber es hatte nichts mit der PS1, mit dem PS1-Spiel zu tun. Es hatte nichts mit dem PS1-Spiel zu tun. Das kannte, glaube ich, auch kein Schwein. Ich weiß nicht, ich erinnere mich bis heute halt nur noch an dieses Startgebiet und da musstest du immer gegen so kleine Slime-Monster kämpfen und du hast halt auch immer so einen kleinen Block quasi als Pet dazu gekriegt. Direkt von Anfang an, das war eigentlich mega cool. Aber es hat halt niemand gespielt. Und deswegen haben sie es nach, ich glaube, 2 Jahren weggedingselt. Nee, Maple Story war das nicht. Es war Grandia tatsächlich. Es war tatsächlich Grandia. Aber es hatte halt nichts mit dem PS1-Spiel zu tun. Gar nichts. Es war halt einfach nur der gleiche Name. Und irgendwas Japanisches noch dahinter, aber keine Ahnung was.
war damals von. War das nicht. Ich glaube, es war auch von Gamigo. Also auch von den selben Fuzis wie die von Fiesta. Ging an mir vorbei. Wie gesagt, es hat auch kein Schwein gekannt. Da bist du auch durchs Startgebiet gelaufen und du hast eigentlich nie jemanden gesehen. Aber ich fand es trotzdem cool, weil die Grafik cool war. Das war halt auch so dieses Manga-Style. Richtig cool. So, ich fand ja Anime-Dinger früher schon richtig cool. Und wollte ich halt immer spielen. Ja, und irgendwann, ja, wird nicht mehr unterstützt, eingestampft. Und du findest heutzutage nichts mehr davon. Du findest nichts mehr davon. Und ich weiß auch noch, das Icon war so ein kleiner Slime. War so ein kleiner lila Slime-Fuzzi da. Das war richtig niedlich. Das werde ich auch nie vergessen. Aber es kennt halt kein Schwein. Also mich wundert es nicht, dass es eingestampft wurde, das ganze Ding. Also, ist tatsächlich auch ein MMO, da gibt es noch nicht mal einen Privatserver. Nichts. Aber Fiesta Online gibt's noch, falls das dem einen oder anderen was sagt. Ich erinnere mich immer gern an den PC-Raum-Unterrichtsstunden, wo die ganze Klasse Counter-Strike gezockt hat. Das durfte man bei uns gar nicht. Das durfte man bei uns gar nicht. Wenn wir in den Computerraum gegangen sind, das Einzige, was es damals gab, ich weiß aber nicht mehr, wie die hießen. Es gab so eine Firma, die hat Kuscheltiere hergestellt. Diese Kuscheltiere hatten so einen Internetcode. Und mit diesem Internetcode konntest du halt in so eine virtuelle Welt halt rein und konntest dir halt deinen Charakter erstellen. Also ähnlich wie ein Chatroom mit MMO so zusammen. Ich weiß aber bis heute nicht mehr, wie das heißt. Und jeder aus der Klasse durfte dann halt einmal so ein, ne? Ja, so ein dieses Kuscheltier mal haben. Und der hat dann halt auch diesen Code gekriegt. Ja. Haben wir alle gemacht. Ja, bei uns nicht. Man hat da halt direkt welche auf die Finger gekriegt. Das einzige, wo das leider eingestampft wurde, war Wonder King. So ein 2D-MMO wie Maple. Dass ich kenne. Okay, das sagt mir tatsächlich so gar nichts. Sagt mir so gar nichts, gar nichts. Ich weiß gar nicht. Ich hatte noch eins, aber ich weiß noch gar nicht mehr, ob es das heute auch noch gibt oder. Aber. Müsste ich mal nachgucken. Ich weiß gar nicht. War es Perfect World? Perfect World? Gibt es ja mittlerweile auch mehrere Sachen von. Nee, ist es gar nicht mehr. Ja, Perfect World. Das habe ich früher auch gespielt. Was willst du denn jetzt? Ach, ja. Das habe ich früher auch gespielt. Aber ich glaube auch nie lange. Ich weiß, dass es von der. Ich weiß gar nicht, von dem Publisher mehrere Sachen gibt. Aber es gibt halt auch ein Spiel, was tatsächlich so heißt. Genauso wie Forsaken World gibt es, glaube ich, auch. Warte mal, kann ich. Ich will Bilder zeigen, Medien. Nee, keine Wallpaper. Ich suche gerade. Haben Duis hier aber Bilder. Nee, das ist mobile. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, wie gesagt, dass es das auch als MMO gab. Ich kann einmal kurz hier rüber switchen. Gibt es auch immer noch. Gibt es tatsächlich auch immer noch. Jo. Ist einmal weg. Ja. Sind zumindest ein paar Ausschnittbilder. Huch. Nee, so weit wollte ich dann doch nicht.
Danke. PC-Game. Ja, das hier war irgendwie Perfect World. Charaktererstellung. So einen ähnlichen Char hatte ich tatsächlich damals. So einen ähnlichen. Nur mit einer anderen Haarfarbe. Ja, das hier ist es. Ich weiß nicht, ob das so zusammenhing. Das war der Startbildschirm. Aber das Spiel gibt's heute noch. Das Spiel gibt's heute noch. Heißt jetzt nur PWI Dawnlight. Also Perfect World International Dawnlight. Das muss wohl das Addon mittlerweile dazu sein. Aber ja, es gibt's auf jeden Fall noch. Vielleicht schaue ich da auch mal wieder rein. Ich habe ja nicht genug MMOs, die ich spiele. Spiele ja nicht schon ESO und Lotro und. Wenn ich das irgendwie zum Downloaden finde, mal gucken. Ich fand das damals gar nicht so verkehrt. Das war ganz cool. Ich weiß natürlich nicht, wo man es downloadet. Ach, da. Okay. Wie blind bin ich? Großer, dicker, kostenlos spielen-Button. In blau, weißer Schrift direkt vor meinem Auge. Und ich frage, ja, wo kann man es downloaden? Ja, gut. Es verschafft mir eine innere Ruhe, sie zu betrachten. So, jetzt müsstet ihr auch wieder Bild haben. Es fühlt sich an, als hätte ich etwas gefunden, von dem ich gar nicht wusste, dass es mir fehlte. Natürlich tut es das. Immerhin hast du die Enterprise gebaut. Hi. Der Rat der Saatsee hat unsere Bitte an Stadt gegeben, die Enterprise bei ihnen unterzubringen. Hier können wir sie in Ruhe reparieren. Natürlich können wir es uns nicht leisten, lange daran herumzuwerkeln, während Garuda noch immer Eosea bedroht. Sid, als du die Enterprise gesteuert hast, hast du sicherlich gespürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Zweifelsohne ist dies das Schiff, nach dem wir gesucht haben, aber scheint nicht besser als ein gewöhnliches Luftschiff zu sein. Du hast recht, sie fühlt sich wahrlich nicht wie die alte Enterprise an. Garudas Altar des tosenden Auges ist von einer Wand aus stürmenden Winden geschützt. Mit der Enterprise in diesem Zustand können wir den Verteidigungsring nicht durchbrechen. Ich denke, mit den passenden Teilen könnte ich sie schon reparieren. Aber wenn der Sturm so wild ist, wie du es beschreibst, dann nützt uns das vielleicht auch nichts. Eine Barriere von wütenden Winden, unaufhörlich und unerbitterlich. Wie können wir etwas so Starkes, etwas so Elementares überkommen? Elementar, aber natürlich, das ist es. Einfach durch die Wand durchbrechen würden wir nicht schaffen. Aber wir können uns die Kraft eines denaturierten Kristalls zunutze machen. Du meinst, wir könnten damit die elementaren Eigenschaften dieser Barriere ändern? Das klingt einfach genial. Wir reden hier von Manifestationen von überladenem Äther, die überall in Eosea auftreten. Leider Katastrophe, die ätherischen Energien des Landes aus dem Gleichgewicht gebracht hat, sind diese orangefarbenen Kristalle vielerorts aufgetaucht. Was tragisch ist, da sie dafür bekannt sind, ätherische Energien zu verzehren, einschließlich die von lebenden Kreaturen. Wir aber könnten einen dieser denaturierten Kristalle nutzen, um den Windäther, aus dem Garudas Barriere besteht, in ein anderes Element zu verwandeln. Eines, das sie nicht kontrollieren kann. Der Elementarlehre zufolge lässt sich Wind in Feuer verwandeln, und über Feuer hat Garuda keine Macht. Sobald ich die Modifikation vorgenommen habe, sollte die Enterprise uns problemlos zur Windsbraut bringen können. Egal wie wild die Stürme auch wüten. Aber das nützt alles nichts, wenn wir nicht den nötigen Kristall beschaffen können. Hast du eine Idee, wo wir einen finden könnten?
Nein, aber ich kenne jemanden, der uns weiterhelfen kann. Ein Gelehrter namens Lamberton, der in Camp Knochenbleich lebt. Während eines seiner Kirchgänge bemerkte er, dass ich ein ungewöhnlich gutes Verständnis für wissenschaftliche Konzepte habe. Er hat mir viel über seine Studie des Äthers erzählt und auch über das Wesen von denaturierten Kristallen. Da, geh nach Tanalan und such diesen Gelehrten auf. Sid und ich werden uns in der Zwischenzeit den Umbau der Enterprise kümmern. Und somit beginnt wieder der langweilige Teil des Ganzen. Also die Quests, die jetzt folgen, sind echt öde. Lass mich raus. Lass mich einfach nur raus.